Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute gibt es erstmal ein paar News, also eine neue Folge der Griefer Games News, Leute. Guckt hier mal in den Tab. Zwiebergesicht hat einen neuen Rang. Ich weiß nicht, wie der heißt, Leute. Also was da für eine Abkürzung sein könnte, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich ein bisschen nachforschen und werde es euch in der nächsten Folge von den Griefer Games News erzählen, was davon gegangen ist. Die erste News, Leute, ist heute, dass angeblich bei Griefer Games Wert noch Plots hinzu, also dass man dort Plots verkaufen kann, dass das noch hinzugefügt werden soll, was ich persönlich sehr cool finde. Ich denke mal, man kann dann irgendwie Video reinstellen und dann dort unten einen Preis angeben und auf welchem Citybuild das ist. Ist halt ganz cool dann gemacht, Leute. Kann man jetzt zwar auch im Forum machen, aber auf Griefer Wert erreicht es einfach mehr Leute. So, Leute, das nächste ist, es geht hier jetzt um das 100er Merch, was Abke andauernd an Clans verteilt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mal ein bisschen nachgeforscht. Und wenn man die entsprechenden Mittel hat, kann man sich dort bewerben und kann sogar ein 100er Merch bekommen. Ich kann euch jetzt direkt mal einen Clan zeigen, der das schon bekommen hat und der sich in der letzten Folge von Abke beworben hat. Und ja, der ist auf Citybuild 7. Ich glaube, das war in der letzten Folge von Abke. Den zeige ich euch jetzt mal direkt, diesen Clan. Ich glaube, das war der MMB-Clan. Irgendwie so, MMB. Wartet. Ganz genau, das hier ist es nämlich, Leute. Das ist deren 100er Merch. Ich kann euch auch das mal ganz kurz zeigen, dass es wirklich ein 100er Merch ist. Ihr seht schon, hier ist alles viel größer als sonst. Ja, da drüben ist, glaube ich, auch noch gemerged worden. Auf jeden Fall, hier seht ihr schon, hier ist noch richtig viel freie Fläche. Also die haben auf jeden Fall schon mal ein 100er Merch bekommen, soweit wie ich das hier weiß. Und die hatten sich halt im letzten Video von Abke beworben. Die können auch gut bauen und die haben, glaube ich, ein Kapital von 4 Millionen. Wenn ihr wollt, dass ich mehr recherchiere und mit den einzelnen Clans mal drüber rede, was die so vorhaben mit diesem 100er Merch, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann mache ich das auch. Oder schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Macht einfach am besten alles dreist und Glocke nicht aktivieren. Tut mir leid. Ein bisschen bin ich Brain heute im Kopf. Auf jeden Fall, Leute. Es gibt ja den Beweis, dass Admin Evil sich gezeigt hat. Digga, das ist ja, glaube ich, sogar mehr als ein 100er Merch. Komplett broke. Das ist sogar größer. Ist das? Das ist größer als ein 100er Merch, oder? Nee, der 8er drüben ist der. Nee, ist doch nur ein 100er Merch. Ich hatte es mir schon gedacht. Auf jeden Fall hat Admin EW aus Versehen seine Facecam in Dings angemacht. Bei seinem Livestream, Leute. Dadurch konnte man ganz kurz verschwommen sein Gesicht sehen, weil die Cam nicht fokussiert war. Wenn die Cam fokussiert gewesen wäre, Leute, habe ich davon jetzt mal einen Screenshot vorhin gemacht. Und habe das vorhin bei Google Bildersuche gesucht. Habe dazu leider nichts gefunden, weil es so verpixelt war. Wenn er aber das nächste Mal streamt, oder er aus Versehen die Facecam anmacht, oder da irgendwie eine Aufnahme hochlädt, was ich eher nicht glaube, weil da schneiden eigentlich meistens die Leute. Auf jeden Fall, Leute, ist es denn so, Admin Evil, sein Gesicht kennt man jetzt teilweise. Man kennt so die Umrisse. Und man kennt jetzt auch seine Haarfarbe und alles. Der hat sich auf jeden Fall gezeigt. Nachdem ich das Video mir angeguckt hatte von Niox, ist das jetzt übrigens nochmal. Also danke, dass du das Video gemacht hast, weil ich hätte das sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ist jetzt zwar schon etwas länger her. Habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und habe mal ein paar Vermutungen aufgestellt, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen im Internet geguckt, ob man da irgendwas findet. Ich habe da jetzt nichts gefunden. Ich kann euch jetzt aber Nummer 1 sagen, ich schätze, dass Admin Evil ungefähr zwischen 16 und 19 Jahre alt ist. Nicht jünger und auch nicht älter, schätze ich mal. Weil der sah jetzt nicht unbedingt wie 20 oder 21 aus, der da auf diesem Bild, nenne ich jetzt mal, war. Wenn euch dieses kleine Griefer Games Video gefallen hat, lasst gerne doch mal ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.